Oh, hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. It's the Mike. It's the Mike. Yo, it's Mr. Mike. Heute mit einem Thema, das wirklich von wild zu wirklich richtig gefährlich wechselt, wie ich zum Beispiel finde, weil jetzt gerade, was nicht alles so abgeht mit diesem P. Diddy-Skandal. Ich meine, von Vermutungen bis Bestätigungen, im Endeffekt haben wir überhaupt gar keine Fakten oder sonst irgendwas. Jetzt gerade aktuell, schon seit mehreren Wochen, egal auf welcher Plattform ich unterwegs bin, sei es Facebook, Instagram, TikTok, egal wo, YouTube, du findest immer wieder krasse Vorwürfe gegen LeBron James mit so einem krassen Foto, wie er in so einem schwarzen Hausmädchen-Dress halt dasteht und von sich ein Selfie macht. Wo ich persönlich sage, dieses Foto, wenn man sich das ganz genau anschaut, für mich, für meine Vermutung ist das absolut photogeshoppt. Kannst mir erzählen, was du willst, aber in unserer heutigen Gesellschaft ist das so krass, ich habe da schon ein Video dazu gemacht. Es reicht ja oft schon die Überschrift aus und ein gefaktes Bild. Und die Leute springen sofort drauf an und sagen, okay, das muss der Wahrheit entsprechen. Die Leute machen sich heutzutage absolut keine Gedanken mehr darüber, ob das der Wahrheit entspricht. Sie recherchieren nicht mehr selbst, sie glauben alles, was sie lesen, alles, was sie hören. Und das ist so unglaublich gefährlich. Ich bin ja wirklich kein LeBron James Fan, ne? Es gibt ja auch Fan und es gibt Fanboys. Meine Definition der Fan, jemand, der neutral ist auf jeden Fall. Dann gibt es den Fan und den Hardcore-Fanboy, der schon so ein bisschen fanatisch veranlagt ist. So richtig, dem kannst du erzählen, was du willst, dem kannst du Fakten nennen, der wird alles ignorieren. Sein Fan ist der Fanboy schlechthin, ihr wisst schon, so richtig. Die sind auch schon teilweise gefährlich. Ne? Und ich betrachte die Sache absolut neutral. Ich bin kein LeBron-James-Fan. Du wirst bei mir hier so eigentlich nichts von LeBron finden. Ich mag ihn so nicht, wie er sich so gibt und so. Andererseits erkenne ich das an, dass er einer der besten Basketballspieler auf der Welt ist. Ne? Und da gleich, ne? Ich sage einer der besten. Der Fanboy würde sagen, Mike, das ist nicht einer der besten, es ist der Beste. Und schon kannst du streiten, diskutieren, brauche ich nicht, spare ich mir, habe ich keinen Bedarf zu. Aber ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus möchte. Und wenn man jetzt solche Bilder sieht, ne? Es ging ja erstmal damit los, schon vor Jahren, dass LeBron James mit Diddy in einem Telefonat war, per Videochat und LeBron James zu Puff Daddy gesagt hat, Everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Ain't no party like a Diddy party. Und man hat schon mehrere Aufnahmen gesehen, die halt wirklich real sind, die nicht gefälscht sind, wo er halt sagt, wie geil er die Diddy Partys findet. Das lässt sich nicht mehr bestreiten. Und das war so leider für jetzt gerade so der Sargnagel. Das war so der Startprozess dafür, dass du jetzt Sachen faken kannst und die Leute fallen sofort drauf rein, weil jetzt weiß man ja schon aus dem Mund von LeBron James, dass er Diddy cool fand und die Partys. Daher, was jetzt noch oben drauf kommt, glauben die Leute so leicht. Ne? Das ist so gefährlich, wie ich finde. Und dann auch noch so eine komische Aussage, wo ich jetzt auch nicht wirklich hundertprozentig weiß, ob die wirklich so aus LeBron James Mund stammen. Er wurde von einem Reporter gefragt, wie er zu diesem Diddy-Ding steht, weil natürlich unglaublich viele Leute ihn jetzt damit nerven auch so. Und jetzt muss er erstmal bewiesen werden, ob da was dran ist oder nicht. Aber eine Aussage, die lässt mich nicht los, wenn LeBron James die wirklich so 1:1 gesagt hat. Und zwar hat er diesem Reporter dann darauf geantwortet, er möchte auf dieses ganze Thema nicht antworten, bevor er nicht weiß, was denn so alles für Aufnahmen oder sonstiges wirklich gesehen wird. Und das finde ich eine sehr, sehr kritische Aussage. Vielleicht hat er es auch nur falsch formuliert. Ich meine, wenn du ein Interview gibst, du musst teilweise so krass aufpassen, dass du nicht irgendwelche falschen Wörter verwendest oder das falsch formulierst, sodass es vielleicht die Masse falsch versteht oder du das anders interpretieren kannst, als du es eigentlich gemeint hast. Also du wirst sofort abgestempelt als Sündenbock und denkst, hey, das hat er gesagt. Der kommt nicht mehr aus. Jetzt hammern. Ne? Und natürlich für die Hater
es gibt ja auch sehr, sehr viele LeBron James-Hater da draußen. Für die ist das einfach ein gefundenes Fressen. Die warten da nur seit Jahrzehnten drauf. Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Ich persönlich verstehe es einfach nicht, wie man so krass vorschnell jemanden verurteilen kann, bevor es nicht wirklich 110%ige Fakten dazu gibt. Und da finde ich, muss man immer ein bisschen weiterdenken. Es gibt ja dieses krasse Video aus dem Hotel, wo Puff Daddy Diddy seiner Ex-Frau hinterherläuft und sie dann wegschubst und dann noch eine mitgibt. Also tritt sie. Mega krass. Das ist halt wirklich kein Fake, dieses Video. Das ist nicht mit AI erstellt, weil die Reaktion von Puff Daddy darauf war nämlich, dass er sich dafür dann entschuldigt hat. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Das Video kam 3 oder 4 Jahre raus, nachdem er seine Ex geschlagen hat. Ne? Er hat 3 Jahre darauf gewartet, sich zu entschuldigen. Und er hat sich nicht dafür entschuldigt, weil es ihm leid tut. Nein, er hat sich dafür entschuldigt, weil dieses Video einfach veröffentlicht worden ist. Und das ist halt einfach der Beweis schlechthin. Ne? Er streitet es nicht ab, er gibt es zu und will sich dafür noch entschuldigen. Andererseits, Alter, du kannst dich nicht dafür entschuldigen vor irgendwas, was vor 3 Jahren wäre. Und für das du dich niemals in deinem Leben entschuldigt hättest, wenn es denn nicht öffentlich geworden wäre. Ihr wisst, was ich meine, das ist einfach so lächerlich. Das ist richtig dreckig, wie ich finde. Entweder du entschuldigst dich von Anfang an dafür, weil du weißt, du hast Scheiße gebaut, aber ansonsten, Alter, nur weil du es der Menge, der Masse recht machen willst und dich da irgendwie scheinheilig gut hinstellen willst, Alter, nee, Mann. Also das ist wieder ein Thema fürs Karma, wie ich finde. Ne? Das muss das Karma regeln, oder? Als anders kann. Das ist echt dreckig, Mann. Das ist echt dreckig. Und auch bei LeBron James jetzt gerade aktuell. Ich meine, wenn der wirklich Dreck am Stecken hat, ich meine, offensichtlich ist es ja bestätigt, auch von ihm aus, er war öfter bei diesen Diddy-Partys, da kann er sich auch nicht rausreden. Was aber so in der Hinsicht ja auch nicht Schlechtes war, weil diese Diddy-Partys, die halt bis Mitternacht gingen, die waren ja noch ganz okay, da ist nichts passiert, laut den ganzen Aussagen. Die richtig krassen, ekelhaften Freak-Off-Partys, die gingen ja erst später ab, wo sie dann Leute unter Drogen gesetzt haben, wo sie anscheinend auch mit Kindern irgendwas gemacht haben. Weißt du, das richtige Ekelhafte, das war wirklich separat. Ich meine, er startet ja nicht eine Party um 9:30, lädt Tausende von Leuten ein und macht dann Sodom und Gomorra, ne? Der war, sonst hätte man ihn doch schon viel, viel früher erwischt, ist doch ganz offensichtlich. Ne? Das hat er dann schon mit Leuten gemacht, wo er wusste, hier kann ich mich austoben, hier werde ich nicht erwischt, ich ziehe noch andere mit, ich filme alles heimlich, dann habe ich Beweise gegen die, dass die mitgemacht haben, obwohl sie unter Drogeneinfluss waren. Aber wenn du jemanden erstmal unter Drogen versetzt hast, ne? Und dann machst du mit ihm irgendwelche krassen, kranken, illegalen Sachen. Hast ihn aber auf Video, wie er das macht, wie will derjenige sich rausreden? Ne? So ein Weltstar, ein Politiker, ein LeBron James, egal wer, könnte ein Michael Jordan gewesen, scheißegal. Wenn du den dabei erwischt, wie er irgendetwas macht, den Mob interessiert es nicht, ob der auf Drogen war oder sonst was. Ne? Das ist schon alleine, ja, auch wenn du den irgendwie betäubt hättest, ohne seinen Willen, ist der in dem Video dabei, Alter, der Mob wird dich lynchen, der wird dich killen, Alter. Game over, Mann. Und ich meine, ich komme auf keine Plattform mehr im Social-Media-Bereich, wo ich nicht mit irgendetwas davon konfrontiert werde. Wie gesagt, auf keiner einzigen Plattform. Es ist so crazy. Jeden Tag liest du auch neue Vorwürfe, dann auch wieder etwas Handfesteres, ne, aus den Medien, wo du wirklich sagen kannst, ich meine, ein TikToker oder ein YouTuber wie ich zum Beispiel, ich bin ja keine sichere Quelle, ne? Das ist so mehr so, vertrau mir, Bruder, das ist für den Arsch, aber das ist das Gefährliche, die Leute glauben so Leuten wie mir oder sonst irgendjemanden, ne? Und nicht, dass du mir jetzt nicht glauben kannst, aber ich nenne dir keine Fakten in der Hinsicht, ich möchte dich nur auf etwas hinweisen, was ich zum Beispiel gehört habe, welches Gerücht gerade kursiert, damit du dir dein eigenes Bild dazu machen kannst. Ich meine, das ist ja egal wo, auch die großen Medien können dich belügen, das war doch schon immer so. Den großen Medien glaube ich auch einen Scheiß. Wenn ich irgendwo was lese, was sind die großen Medien? ARD, ZDF, Bild-Zeitung, wo holst du deine Fakten her? Also auch so ein Ding. Der Spiegel sind alles so viele Schundblätter für mich auch. Bei den meisten weiß ich schon vornherein, dass ich sage, nein, Mann, ey, wenn da eine Überschrift steht, verpiss dich, das lese ich mir nicht. Das lese ich mir nicht durch, das nehme ich gar nicht ernst. Dann gehe ich lieber nochmal auf Google und gucke dann, wo wird alles darüber berichtet. Und dann filtere ich heraus, ob alles irgendwie
zusammenstimmt oder ob irgendjemand mal was anderes dagegen sagt, dann bildet man sich ein eigenes Bild. Ihr wisst, was ich meine? Weil manche Sachen kannst du dir eine eigene, sinnvolle Schlussfolgerung ziehen. Und das, finde ich, ist einfach das Wichtigste überhaupt. Und nicht gleich irgendwie auf einen Mobzug mit aufspringen, weil du irgendwo ein gefaktes Bild oder irgendwie eine krasse Überschrift mit einem Clickbait-Titel liest. Alter, es ist so scheißgefährlich. Ohne Witz, Mann, echt. Was ich auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel dieser Track von Kendrick Lamar, wie er LeBron James in so ein paar Zeilen warnen möchte. It's only a matter of time. Hey, LeBron, keep the family away. Hey, Curry, keep the family away. To anybody that embody the love for the kids, keep the family away. Aber auch ein Curry, ne? Ein Stephen Curry hat er da auch noch mitgemacht. Das finde ich echt sehr interessant. Und ich halte nämlich Lamar für einen sehr intelligenten Rapper und überhaupt intelligenten Menschen. Ich glaube nicht, dass der voreilig irgendwas raushauen würde. Ob er jetzt natürlich irgendwie ein Wissen hat, wo man sich fragt, ob das Insider-Wissen ist, mit belegt auf Fakten, das ist wieder eine andere Darstellung. Aber dieses ganze Gesamtbild, was er einem aufsagen möchte, ne? So das Spiel mit dem Teufel vor allem wieder, und dass Diddy halt einfach so bekannt dafür ist, dass er halt wirklich kein guter Mensch sein soll. Weil eigentlich ist das hundertprozentig sicher, ne? Weil es einfach zu viel ist, was gerade aufkommt. Aber es ist immer interessant. Ich meine, auch Eminem hat ja Diddy so oft gedisst, 50 auch. Und ansonsten war es das schon wieder, wo man auch wieder denkt, es waren nicht viele Rapper, die Diddy gedisst haben, weil die anderen Rapper alle Schiss hatten. Weil halt doch auch so viel passiert ist in der Hinsicht, was man aber auch noch nicht beweisen konnte. Wie zum Beispiel Tupac oder Biggie. Ich meine, wenn diese Vermutungen stimmen, von 1996, 97 und das sind fast 30 Jahre her, wo dieser Typ dann ungeschoren davongekommen ist, das ist crazy. Das ist absolut crazy. Wenn es denn wahr ist. Keine Fakten belegt, das ist ja das Ding, ne? Fakten vertuschen, vielleicht kann er das einfach, man weiß es nicht. Und ich hoffe wirklich, der ein oder andere hat mich auch echt verstanden, dass ich hier niemanden, egal in welchem Video, nie jemanden verurteilen möchte oder voreilige Schlüsse ziehen werde oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht meine Art, ne? Ich möchte einfach nur darüber berichten, was nicht alles so kursiert, und das sind einfach so viele Indizien dann auch, wie die füreinander sprechen, aber auch diese Indizien muss man erstmal verarbeiten und denken, hey, ja, das könnte sein, aber es könnte auch so sein. Und schon, im Endeffekt kannst du es eh nicht entscheiden. Der Richter wird es entscheiden, ne? Die Jury in Amerika. Dann kannst du nur hoffen, dass die richtig liegen, dass da nichts irgendwie Blödes ist. Es wurde auch jetzt schon wieder laut hören, was ich so gelesen habe, Alter, Quelle, ihr wisst schon, auch wieder bestätigt, dass jetzt natürlich so viele Leute auf diesen Diddy-Zug mit aufgesprungen sind, weil sie denken, P. Diddy könnte ich ja anklagen, dass er mich auch irgendwie sexuell genötigt hat, und da kann ich ein bisschen Kohle abzwacken. Wurde jetzt auch schon bestätigt, dass da einige aufgefallen sind und wegen falschen Aussagen oder was weiß ich nicht, dass die abgeschmettert sind, diese Aussagen. Ich hoffe, dass diesejenigen auch bestraft werden. Ne? Weil wenn du jetzt auf den Diddy-Zug aufspringst und denkst, hey, den beschuldigen doch eh schon 1000 Leute, da sind 1001, macht er auch nicht mehr aus. Und du hoffst, du kannst da ein bisschen Geld abzwacken. So jemand übt auch ein Verbrechen aus. Das ist auch nicht richtig. Weißt du? Nur weil der Kohle haben will. Klar, kannst sagen, hey, Diddy, der muss eh weg. Eh wurscht, ganze Kohle kannst du ihm geben. Könnte man auch wieder sagen, ne, das ist dann wieder so ein bisschen moralisch, wo es jetzt sagst, ja, aber du machst einfach was Illegales. Das ist auch nicht cool, oder? Wie seht ihr das Ganze? Das Diddy-Thema, Alter, es hört nicht auf. Es ist so krass. Mich beschäftigt das wirklich tagtäglich, weil ich auch jeden Tag irgendwas im scheiß Internet davon lesen muss. Ich müsste nicht, wenn ich einfach nicht mehr ins Internet gehe. Aber Internet ist auch einfach cool, unterhaltsam, und mich interessiert der Scheiß halt einfach auch. Und das ist halt das und der Grund, warum ich immer wieder Videos dazu mache. Und jetzt mal für mich als nicht LeBron James, aber auch nicht als LeBron James Hater, macht euch bloß nicht voreilige Schlüsse und stempelt den Mann ab oder sonst irgendwas. Oder ich weiß es nicht. Auch ich habe oft Berichte über die letzten 15 Jahre gehört, ne, dieses Zeichen hier immer, er ist satanistisch veranlagt oder so. Es ist so krass, was Leute immer für Schlüsse ziehen oder ziehen wollen oder irgendwo herbeiziehen wollen. Und man denkt, Alter, das ist schon ein bisschen krass, Herrgott. Weil erstmal kann man sich denken, okay, wenn er so ein Zeichen macht, Illuminati oder sonst irgendwas oder irgendwas Satanistisches, kann man sich entweder denken, okay, Mann, der ist wirklich in einem satanistischen Kult, oder er ist einfach nur ein Idiot und möchte coole Zeichen machen. Es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie cool Gangzeichen machen wollen und dann voll Ärger mit dieser Gang kriegen und sie denken, Alter, das sind unsere Zeichen, die darfst du nicht machen. Amerika, anders krasses Ding.
wenn du dann die Falschen gerätst, die knallen dich auch ab, ne? Kannst du dann Deutschland gar nicht vorstellen. Es ist so krass schnell herausgekommen, irgendwelche coolen Zeichen, und du weißt gar nicht, was das bedeutet, nur weil du cool wirken willst, und andererseits machst du dich damit erstmal lächerlich und zweitens bringst du dich damit noch in Gefahr. Es ist crazy, Alter. Es ist so crazy. Im Endeffekt, Alter, diese vorschnellen Schlüsse, es ist abgefahren. Ich finde das so abgefahren. Auch alleine, wie das so ein bisschen unsere aktuelle Gesellschaft widerspiegelt. Alter, wir sind so im Arsch eigentlich. Ne? Wir sind so im Arsch. Vielleicht sind wir aber auch so im Arsch, weil Hollywood uns schon immer so eine Scheinwelt vorgelebt hat. Und jetzt kommt auf, dass unsere ganzen Stars aus der Kindheit richtige, dreckige, ekelhafte Menschen sind. Ne? Stürzt auch so ein bisschen auf uns normale Menschen ein, die einfach nur diese Filme genossen haben und jetzt denken, fuck, von Politik bis Musikindustrie bis Filmindustrie, wo ich mir schon immer denke, Politiker sind die ekelhaftesten Menschen überhaupt, weil bei denen erfährst du wahrscheinlich am allerwenigsten, weil die am allerbesten darin sind, ihren Dreck irgendwo zu vertuschen, und die bekommen die beste Hilfe in dem, ja, und vor allem da, wo halt die meiste Kohle dabei steht, umso besser kannst du vertuschen, umso mehr Geld im Spiel steht. Alter, es ist so ein krasses, interessantes Thema, wie ich finde. Aber auch schon wieder genug gelabert jetzt. Gerne Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike. 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 Mr. Mike, Mike.